Hallo und willkommen zu einer Folge League of Legends im Schwarmmodus. Wir spielen wieder auf dem schweren Schwierigkeitsgrad mit dem Matchmaking. Und heute wieder auf der Aatrox-Map unterwegs. Das heißt, trotzdem wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Das sind die Erfahrungspunkte, die wir hier schon haben, ne? Was ich bei Aatrox immer wichtig finde, ist tatsächlich eigentlich eher die Briar dabei zu haben. Mit beim Ende, weil ich finde, Briar ist ja der beste Tank, weil die sie halt einfach hochheilen kann. Ich hatte einmal eine Runde auch. Da waren wir halt vier Squishes. Da waren wir, was waren wir denn da? Xayah, Jinx, Yasuo oder irgendwie so. Irgendwie waren wir halt auf jeden Fall vier Squishy Damage Dealer. Wir wurden in der zweiten Phase von Aatrox quasi alle fast gewonshottet und dann haben wir halt einfach verloren. So gesehen, das Gefühl braucht man auf jeden Fall irgendeinen Tank dabei. Leona ist zwar irgendwie schon cool, macht halt auch schon auch noch guten Damage und so, aber die kann sie halt nicht hochheilen, irgendwie. Weißt du, die hätte halt auch mal Lohan, der ist halt auch tot, ne? Mein PR kann sich hochheilen. Die Laui hat übrigens noch so ein bisschen Lebensraub sagen, hat der hier Lebensregeneration. Was ist das für eine Karre hier? Ich stamme erstmal nur wieder passiv, wie gewöhnlich. Und ziehen. Du noch mit deinen Schlangen? Müssen die bald mal ulten, die MF, oder? Hatte ich schon ulten, ich hatte das nicht mitbekommen. So, dann nehmen wir schon mal den Bogen hier. Bisschen eng hier gerade. Bei Uniquest spawnt der wenigstens bei uns in der Nähe. Nicht da hinten irgendwie, das wäre ganz nervig, wenn man da hinlaufen muss dann. Farm einsammeln. Ein Level up kriegen wir noch vor der Uniquest. Da nehmen wir noch mal Schaden. So, Yumi-Quest, kannst du auch lange mal spawnen hier. Was kommt denn scheiße, diese Gegner hier auch noch. Das ist natürlich jetzt richtig geil. Ne, die will ich nicht haben. Haben wir nochmal Anzahl der Projektile, was soll's denn? Die scheiß Welle von den Feedern her vielleicht ein bisschen, ne? Was soll das denn hier, Alter? Ich kann es nicht nehmen, es steht sogar das Ding über den Crit. Ist mir tatsächlich wichtiger. Ah ja, das werden wir auf jeden Fall schaffen. Also nicht. Aber vielleicht doch. Wieder rein, die Scheißbahn. Nein, die Welle kommt! Alter, die Scheißwelle hat mich gerade fast umgebracht. Warum kommt ihr denn zu mir, ey? Schnell rein da. Das ist doch okay. Goldmünzen. Was sehe ich? Ich glaube, dem steht das. Weil, sag mal so, das Gewinn ist mir nicht so wichtig. Ich habe dadurch nichts mehr davon. Ich brauche eher das Gold, damit ich meine Anima-Kraft, wie die heißt, upgraden kann. Damit ich halt bessere Chancen im Extremschwierigkeitsgrad habe. Deswegen nehme ich hier einfach mal das Gold. Also ist das ja, ich meine, der letzten Rolle jetzt hier schon, ne? Wenn man alle meine Passiven habe, die ich haben will. Also, die wichtigsten habe ich: Schaden, Crit-Chance, Projektile und Aufsammelradius. Ich nehme oft ja noch diese komische Uruganda mit dem Fähigkeitstempo, aber es ist mir jetzt actually nicht so wichtig, sag ich mal. Geil, Movement Speed. Das ist ja genau das, was ich brauche, ja. Noch schneller den Gegner reinrennen, weil man nicht aufpasst. Ordentlich einsammeln hier. Dann ja, weiter Passiven sammeln. Weil man braucht keine Waffen, man braucht einfach nur Passiven. Du ist, was zahlt, kann ich das Geld halt übelst gut einsammeln, was ich jetzt durch die Yumi-Quest da bekomme, ne? Wenn ich das E drücke und dabei Gegner alle töte und so, dann kommt immer halt so plupp und dann kommt das Gold, was nicht rauskommt, kommt dann mit. Also, wenn man mit meinem Mates da auf, ich habe nicht mehr aufgepasst, ja. Immer so im Solo-Spielmodus Gefühl, dass ich einfach alleine rumrenne. Ja, da setze ich, ja, Ich kriege jetzt noch Fähigkeitstempo, ist die Frage. Hoffe ich einfach mal. Meistens läuft eh darauf hinaus, dass ich ja eh nur maximal 4 Upgrades habe, in den meisten Fällen. Von daher auch nicht so schlimm.
Ein Nocta ist der wenigstens schon mal voll. Das wäre ja schön. Ein kleines Schild dabei haben und so. Also ich will die Karte ja auch einsammeln, ganz ehrlich. Das ist 3 Minuten, also bis ja jemand was auf 5 hat, dauert das, glaube ich. Obwohl, was heißt, das dauert noch? Ne? Also ja, so und ich sind jetzt beide fast auf 5 bei unserem Standardangriff. Gott, ich wollte hier mal irgendwie weg. Tschüss. So war doch nicht. Ja, komm, einfach der Schaden. Ne? Ich platze ihn nachher zwar auch bei Arthos, aber ganz ehrlich, ich werde bei Arthos oder so sterben. Muss man sozusagen. Bei der zweiten Phase da war es so fühlte unmöglich. Also. Ich habe es ja gesagt, einmal auch gehabt, also ich war so sehr mit Dodge beschäftigt, ich habe den Arthrox selber gar nicht mehr gesehen, weil ich aber irgendwo zur Seite den Dodgen musste und sonst irgendwann, da bin ich trotzdem immer gestorben, weil ich aber irgendwann nicht mehr geschafft habe zu dodgen. Ja, gut. Dann nehme ich, glaube ich, einfach. Nehme ich jetzt das Ding, gehe auf Movement Speed. Komm, ich nehme das Ding, gehe irgendwie noch auf Movement Speed. Das Ding ist jetzt ja auch nicht so schlecht, was Damage Speed angeht, wenn man es weiterentwickelt. Movement Speed hat schneller kiten können. Aber ich stehe zu zweit Feuerbälle drauf. Den geht immer noch, ey. Allerdings, glaube ich, die Bell-West-Quest ist echt auf dem Arthrox-Map immer sehr riskant zu machen. Ich werde es auf jeden Fall nicht da unten rein oder unten hinrennen und die machen. Wie lange hält denn das Pferd? Das hat eben übelst viele Feuerwehr abbekommen und das lebt ja einfach. 10.000 Jahre lang. Geht doch, ey. Mein Gott. Ja, so ist ein Teil aber fertig. Das ist schon mal sehr gut. Eigentlich kann man ja schwer sagen, wir kommen auf jeden Fall mindestens bis Arthrox. Ich sage, wir sind irgendwie sehr dumm oder so. Ich sage, wir stellen durch eine Bellwest-Quest meinetwegen. Das kann natürlich auch noch sein. Sich annehmen und dann alle draufgehen, kommen wir in den Mithrilitenschwarm und dann stirbt man auch ganz schnell mal. Ich muss eigentlich rumlaufen, ganz kleinen Viecher töten, damit überall Gold rauskommen kann. Aha. Und wenn die andere Karte ist auch noch einsam, ich sammle die jetzt aber mal nicht ein. Obwohl, ich sammle es auch noch eins in 5 Minuten. Scheiß drauf. Ich will meine Fähigkeit upgraden hier. So, Junge. Ja, so bitte um Hilfe. Da unten die Bellwest-Quest. Ja, komm. Ja, gehen wir da doch hin. Das Gold noch haben. Ist wichtig. Ja, wir kommen doch schon heute nicht rum, Alter, ey. Nichts rausgekommen am Gold, halt. Achso, eine Kanone, ich wollte gerade sagen, was kommt da angeflogen? Machen wir die jetzt einfach oder was? Komm rauf dann, ne? Gerade so eine gute Welle mit den komischen Haihunden hier. Die kriegt man noch relativ gut platt. Ja, aber der ist ja easy. Eine der einfachsten Quests hier, ne? Tja, dann nehme ich jetzt, glaube ich, Rüstung. Tanking ist mir doch ein bisschen wichtiger als die Lebensregeneration. Toll. Ja gut, dann nehme ich auch Leben dazu. Dann bin ich wohl sehr tanky. Wollte ganz ehrlich Schaden haben, weil ich nur mit 2 ja so gesehen, also ich glaube, ein bisschen Technik aufbauen. Erstens Zukunft wahrscheinlich echt nicht schlecht, ja, aber boah, ich habe schon gedacht. Ich muss jetzt Zumi nehmen, ey. Das wäre jetzt nicht mein Ding. Da ist ein F, erstmal ein F holen. Ja, obwohl, die sind erst bei 7 Minuten. Also ab 10 Minuten sollte man echt die Karten einfach liegen lassen, dann, ne? Tja, dann, ich glaube, ich nehme die jetzt einfach, weil das ist wenigstens eine Waffe, die ich später von der Tier hoch, evolven kann, bevor ich eine irgendeine Waffe habe, die ich nicht evolven kann. Und das Ding. Dann geht immer dahin, du nimmst auch einen, ich nehme auch einen, ne? Wir nehmen einfach alle 3 auf einmal hier. Bam, 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 ich nehme den hier. Bogenstufe 2. Also, ich glaub, also bis Arthrox werde ich behaupten, kommen wir jetzt eh schon safe. Frage ist halt nur, wie wir uns nachher bei Arthrox schlagen. Ich gehe davon aus, wir drei werden einfach alle in der zweiten Phase halb gewonshottet. Leona muss dann tanken, dann müssen wir hoffen, dass Leona so lange überlebt, bis wir quasi wieder da sind. 10% mehr Erfahrung, das ist eigentlich ganz cool.
Ja. Nehmen wir, ne? Na klar, es ist schon recht spät jetzt im Verlauf, natürlich auch wieder am Anfang am geilsten, aber es gibt halt zigtausend Boni, wo man sagen kann, ja, als erster Boni ist das natürlich der geilste Boni. Also, aber so war ja wenigstens noch der zweite, nicht der letzte, ne? Das kommt die nervige Phase mit den Bomben hier, ne? Wo jetzt 2 Milliarden Bomben spawnen. Ich bleibe aber stehen, jetzt wären wir einfach. Ich hab genug Schaden, dass sie mich nicht berühren. Oder muss Gold. Eingesaugt. Aber das ist gar nicht so viel. 3000 erst. Also es ist quasi ein so ein Upgrade bisher erst. Das ist jetzt nicht so viel, ne? Kann man so sagen. Ist ja noch so die Lumi-Passive hier habe, ey. Ich muss ja unbedingt mal hier rumrennen, dass ich alles Mögliche töte. Ich schätze, irgendwelche Bosse sollen gerne das machen. Ja, so wie der hier jetzt. Wo jetzt gerade sind immer die Bomben da. Ne, jetzt spawnen die Viecher hier noch. Ich habe noch nicht so richtig krass viel Schaden, da ich habe halt nur meine Hauptwaffe so halbwegs, ne? Mann. Ah, müssen wir alleine hier rumlaufen. Aber immer lassen die Leute die Karten hier alle liegen, das finde ich schon mal gut. Jetzt hat bei mir doch halt noch 2000 Jahre, bis ich wieder irgendwas auf 5 habe. Muss halt die nächsten Level-Ups echt Lack haben, denn. Dann kann ich mal irgendwie Geld droppen oder so. Nächste Phase, die ist aber auch noch machbar. Ja, ein bisschen mehr Tanking ist hier einfach nehmen. Schild, wir wissen, wie viel Schaden so ein Ding macht. Das Ding macht ja nicht mehr mein Schild kaputt, ey. Hab ich gerade gewundert, so, hätte das denn keinen Schaden gemacht? Ist das vor mir despawned? Aber das war einfach zu wenig Schaden. Das auf Wutsch. Nicht mehr Gegner klauen, alles mein Geld. Eine Schildheinis. Ja, Stufe 3. Ein paar Karten eingesammelt. Ein paar haben wir hier rumliegen, ne? Das heißt, im Endeffekt brauchen wir wahrscheinlich also maximal noch 4 Stück. Minimal. Maximal? Ach, keine Ahnung. Das ist, was ich meine. Weil wir nur 4 Upgrades haben, wenn wir sie genau aufsparen und die das mal abpassen, brauchen wir nur 4 Stück. Aber stehen bleiben, also irgendwie kann ich die auch einfach wegtanken, die Gegner. Ja. Belwärtsprüfung. Oh, aber jetzt kann ich hier ordentlich Gegner töten und ordentlich Geld farmen. Scheiß auf Belwärtsprüfung, ja. Ist gerade eine gute Phase hier. Stirbt alle. Einfach mal wieder unten. Viele spawnen unten ja auch, so ist ja nicht, ne? Easy. Den stimmt, ich habe gerade kein Movement Speed jetzt für das Ding, das fällt mir immer so ein. Oh. Ja gut. Da habe ich auch gar nicht mehr gedacht. Ich weiß gar nicht, ob ich. Wahrscheinlich hätte er sogar Movement Speed sein können. Ich hätte es aber nicht genommen denn. Haha, verarscht. Oh, ich bin trotzdem rausgeflogen, schade. Fähigkeitszeit brauche ich auch nicht, ne? Ich habe voll die Kackwaffen. Ich kann aber nur zwei Waffen upgraden, ey. Oh, ein gutes Alle-Bild. Habe ich wieder richtig gut aufgepasst. Obwohl, ganz ehrlich, ich hatte ja wieder eigentlich keine Wahl am Ende mit Rüstung und dem, ne?
Weil nicht so, dass ich dann gesagt habe, ja, also Fähigkeitslevel hätte ich auf jeden Fall genommen. Wenn man sagt, also Movement Speed, ganz ehrlich, weil das Movement hätte sein können, hätte echt sein können, dass das dabei war. Ich hätte es wahrscheinlich einfach nicht genommen. Aber ich bin mir auf jeden Fall sehr sicher, dass da kein Fähigkeitslevel dabei war, weil das hätte ich auf jeden Fall genommen. Deswegen ist es nicht so, dass ich jetzt sage, ich habe das jetzt auf Dummheit schlecht gebaut, sondern eher, weil es halt nicht besser ging wieder. Deshalb wird mir sagen, nur das eine Level ab, dann war es das eine. Der Stärke wäre ich leider nicht mehr. Die Yomi-Quest-Bahn, oh nee. Ja, das kommt mir die eklige Phase. Die Phase vom Spiel, die man skippen will. Vasen zerstören. Gehen wir hier mal ein bisschen durchzukommen. Also die alle Karten ein, Boss eh nur eine. Von daher scheißegal. Das bringt mir nichts mehr, bringt mir auch nichts, kann ich nur den nehmen. Dann laufen wir einfach ein bisschen über die Map hier jetzt noch, bis das Spiel zu Ende ist. Mehr passiert hier glaube ich nicht mehr. Yomi-Quest hatten wir, ich weiß, hier kommt noch eine Bellwest-Quest, ich glaube nicht. Ich glaube, dafür haben wir die erste zu spät angenommen. Mehr Schaden. Oh, Erdtier, alles voll. Er hat auch. Aber das Static ist vielleicht nicht unbedingt so krass, aber. Der hat auch ein gutes Item mit auf jeden Fall. Der ist hier sehr auf Flächenwirkung. Also, das hier, Dinger, das hat er. Ja, alles klar. Also, Leona so, ja, das Ding halt. Das, das. Und, weiß nicht, ob die das mal wahrscheinlich erfährt. Sieht auch, aber noch keine andere Wahl gehabt. Hat auf jeden Fall aber auch kein Movement Speed, von daher. Das heißt, eigentlich können wir quasi. Nur auch er könnte seine U-Boot-Dings upgraden, das wird nichts mehr werden, da das Stufe 1 ist. Das heißt, sind wir so wie jetzt, dann ist unser Team fertig auf jeden Fall. Weil der wird keine 4 Level abbekommen, wo er noch seinen U-Boot-Blaster upgraden kann. Also, obwohl der hat tatsächlich halt auch noch die beiden Sachen drin, ne? Also, der hat eigentlich nur drei Sachen, die er upgraden kann, so gesehen. Mehr Aufsammelradius. Dann aber ja überstehen bleiben. Der jetzt fängt er jetzt eher an, wo die ganzen Golems eh in Massen spawnen. Ja, komm, da werden wir den auch noch hoch. Nee, das braucht mir zu wenig, ich laufe weiter. Das hat gerade aber, glaube ich, auch jemand eingesammelt, wie es aussieht. Weil jemand hat die Yumi-Passive davon oder so. Ich glaube, ich nehme ein bisschen mehr Tank in mit für den Arthrox-Kampf gleich. Mit dem haben wir echt genug, haben wir echt genug mit zwei Yasuos, so von der Theorie her. Spawn noch Bomben? What the fuck? Warum spawnen die noch Bomben, Alter? Was ist das gerade für eine Random-Bombe? Spawnen echt noch Bomben in der Zeit, zu der Zeit? Das ist ja. Hab ich gar nicht mehr im Kopf. Gut, Arthrox. Komm mal her, ja. Meine erste Phase wird ja easy halt. Zweite ist dann halt die schwierige, ne? Ich am F-Schild hier, von daher easy peasy, einfach mal tanken. Ist aber jetzt weg. Das muss ich vielleicht nur oben sein, kann ich halt einfach Auto-Aim anmachen. Ist glaube ich eher am besten hier, gerade wenn man gerade einfach nur hin und her dodgen ist, einfach Auto-Aim da anmachen gegen den Arthrox. Wenn man nur einen Gegner hat, wird eh nur der anvisiert.
Hier sind schon wieder so viele Effekte. Ich werde nachher eh wieder nicht alles sehen, was unter mir auf dem Boden aufleuchtet. Weiß nicht, warum sie auch diese scheiß Lichtkreise und die Kreise da, wenn die Wolf sind, rot gemacht haben. Ey, wenn alle regnerischen Felder auch immer rot sind. Wenn sie die hier irgendwie grün machen können oder blau oder was ich für eine Farbe, ey. Aber nicht rot, Alter. Das ist einfach bescheuert. So, jetzt beginnt der erste das Schwierige. Den wir schon mal weg. Ja, 5. Schmilzt aber auch hier auch ganz schön weg, ey. Den sieht halt wenigstens, ne? Da ist ein Schwert, da war nur der Rückstoß. Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich noch gesehen. Und das ist jetzt ein das Ding, was mir gerade so, ich habe ihn letztendlich nicht gesehen, aber wie gesagt, da waren einfach so viele Effekte unter mir auf dem Boden von der Farbe her, keine Ahnung, ey. Da ist der erste ja so tot. Gut, ist ja, wir sind noch nicht wirklich gestorben, das heißt, wir ändern sie wieder noch relativ schnell wieder ab. Was? Wahrscheinlich noch drinnen, echt? In der Kante da, ey. Dann wird hier eng. Ich bin immer noch so eine Art Lifestyle fehlt. Dann wäre vielleicht, dann wär man vielleicht echt ein bisschen broken mit Lifestyle. Aber irgendwie fehlt mir das einfach. Ich denke mir da so, weil ich jetzt, so jetzt, ich habe das halbe Leben, ich habe ein bisschen Lebensgeneration, ne, aber. Aber da bin ich auch gefasst. Aber manchmal denke ich mir echt so, was soll ich denn jetzt machen, ey? Wenn ich lobe, bin ich low. So, wo? Oh, da war, das habe ich zu spät gesehen. Und ich bin tot. Ich denke, ich habe das im Moment gesehen, wo das Schwert runterkam, habe ich erst gesehen, das Rote. Es ist einfach, wie gesagt, es sind einfach zu viele Effekte auf dem Bildschirm. Du siehst einfach nichts mehr. Du weißt einfach nicht, wann du wohin laufen musst. Nee, leck mich. Wo ist er hin, Alter? No? Ah! Nee, geh weg! Lass mich da raus. Schnell Überheilung oder so. Moin. Ist das unten? Also weiter dazu, ja. Wir haben es aber gleich immer, ne? Arthrox, nicht wegrennen. Ja, hatte ich fertig. Boah, aber sind schon oft gestorben hier am Ende noch, sag ich. Also mit Squishies, wenn die Lohne auch Squishy gewesen wäre. Ich glaube, dann wäre sehr knapp geworden auf jeden Fall. Und wir haben Most Damage stellt. Zwar nur knapp. Aber Most Damage im Moment. Na gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.